100 Kilo Schrägbank. Für meinen Sohn. Komm schon. Hast nur drei. 8x3 Training machen. Du Lauch, Alter, drei. Acht Sätze, immer drei Wiederholungen. Versuch bei jedem Satz hochzugehen mit dem Gewicht. Hab angefangen mit 90, jetzt bin ich bei 100 Kilo gerade, jetzt gehe ich gleich auf 105 Kilo. Und wenn ich halt nicht mehr schaffe, die drei Wiederholungen, gehe ich wieder runter. Aber insgesamt 8 Sätze, also dieses Waterbury-Prinzip, oder wie das heißt, dass man 24 Wiederholungen macht pro Übung. Ja. Und läuft, ne? Also geht richtig schön auf die obere Brust natürlich. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, so zwischendurch. Tai Chi macht heute auch super Sätze mit dem normalen Bankdrücken und dann mit schönen Butterfly. Ja, man sieht auch bei ihm schon, haben wir jetzt mittlerweile 50 Kilo auf der Bank. Ja, ist schon so eine kleine Steigerung zu damals, wo er angefangen hat mit, was waren das nochmal, 12,5 Kilo oder so. Okay Leute, das war's. Ich mache jetzt gleich nochmal einen Satz. Bis gleich. Ich habe gestern Abend Schultertraining, der Dips gemacht. Das heißt ja No Pain, No Gain. So, es waren jetzt 105. Ich denke mal, auf die 110 werde ich trotzdem noch versuchen. Einfach so zum Spaß. Was meinst du, Pergi? Macht das Sinn? Alles unter 110 ist Lauch, oder? Alles unter 100 Kilo ist Fitness. Achso. Und darüber ist Kraftsport, meinst du? Alles unter 100 Kilo ist Zumba. Alles unter 100 Kilo ist Superfit. Crossfit. Oh, jetzt geht's ärger. Jetzt kommen ja die Crossfitter. Bodybuilding ist voll dumm. Nur eine Schelle, eine Nackenschelle. Hier so, die Backe. Dollar. Was? Das ist gut. Lauch, Alter. Jetzt gehst du gleich richtig zurück. Du Lauch, Alter. Zeig dir, was du kannst. Wie viel hast du drauf? 110. Hoch damit! Komm, komm, komm! Ich liebe dieses Gefühl danach. Wenn du so ein bisschen die Sterne siehst. Okay, das war's, Leute. 110 Schrägbank. Ich glaube, da mache ich noch 3 Sätze von. Mal sehen, wie viel ich schaffe. Auf jeden Fall mal ausprobieren, dieses 8x3 Training. Geht richtig gut ab. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und abgerechnet wird am Strand. Abgerechnet wird am Strand. Abgerechnet wird im Sand mit Sandkörnern. Hier ist das beste Beispiel dafür, dass Bodybuilding dumm macht.